rechts gleich ein rotes Neorenaissance-Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, das Kurfürstenhaus. Der Name bezieht sich auf den Vorgängerbau. Darin lebte der Kammerdiener von Kurfürst Johann Sigismund. Als Johann Sigismund kurz vorm Sterben war, ist er jetzt seinem Diener geflohen, weil er Angst vor dem Familiengespenst der Hohenzollern hatte, vor der weißen Frau, von der man sagte, sie spuke durch die Hohenzollern-Anwesen und erscheine vor der Familie, wenn einer von ihnen bald sterben würde. Und der wollte Johann Sigismund nicht begegnen, darum ist er zum Sterben zu seinem Diener geflohen. Angesichts seiner grottenschlechten Ehe ist es allerdings höchst fraglich, ob der wirklich vor der weißen Frau geflohen ist oder eher vor seiner eigenen zickigen Ehefrau. Anders genug hat es ihm gegeben, als ein Leichtgab mit der Dame. This is the Elector's House. Das hier ist das Kurfürstenhaus. And behind the bridge on the right side, we will see Germany's highest building, the Telesmeragus, the television tower on Alexander Square. It's a 368 meters high. Rechts hinter der Brücke sehen wir dann das höchste Gebäude Deutschlands, den 368 Meter hohen Telespargel, den Fernsehturm am Alexanderplatz. St. Mary's Church next to the television tower also dates back to the 13th century like St. Nikolai. That's the oldest church in Berlin which still is used as a church. St. Nikolaus ist some years older, but no more used as a church. Die Marienkirche gleich neben dem Fernsehturm, die datiert wie die Nikolaikirche aufs 13. Jahrhundert zurück und ist die älteste noch sakral genutzte Kirche in Berlin. Die Nikolaikirche ist ein paar Jahre älter, wird aber nicht mehr sakral genutzt. And now we are approaching the UNESCO World Heritage Site, Museum Island, where five splendid museums are waiting for you. Wir nähern uns einem UNESCO-Weltkulturerbe, der Museumsinsel, wo fünf großartige Museen aufzuwarten. On the left side of Berlin Cathedral, we find Russia's first public museum, the Old Museum by Karl Friedrich Schinkel, opened in 1830. Links neben dem Berliner Dom steht das erste öffentliche Museum Preußens, das alte Museum von Karl Friedrich Schinkel, das 1830 eröffnet wurde. In the new museum you find the second most beautiful Queen in Berlin University and the entire Egyptian collection. Im neuen Museum finden Sie die zweitschönste Königin in Berlin, die Nofretete, und die gesamte ägyptische Sammlung. And the most beautiful Queen in Berlin also is on Museum Island. In the old National Gallery behind the next bridge on the left embankment, where Johann Gottfried Schadow's charming princess's group is standing. It represents our beautiful Queen Louise, the Prussian angel queen as a crown princess with her beautiful sister Friederike. Und auch die mit Abstand schönste Königin in Berlin treffen sie auf der Museumsinsel. Gleich links hinter der nächsten Brücke in der alten Nationalgalerie. Da steht Johann Gottfried Schadow's bezaubernde Prinzessinnengruppe. Die zeigt unsere schöne Königin Luise, die preußische Engelskönigin als Kronprinzessin mit ihrer ebenso schönen Schwester Friederike. Und gegen die zwei Engel kommt nicht mal Nofretete an. Here behind the bridge on the left side, that's the old National Gallery, built by Friedrich August Stüler. Hier links hinter der Brücke, da sehen Sie dann die alte Nationalgalerie, erbaut von Friedrich August Stüler. Behind the next bridge, Montbijou Park begins on the right side. It was named after Montbijou Palace, a little summer palace of the Hohenzollern family, which was built there in the beginning of the 18th century, but unfortunately fell victim to the Second World War. Gleich hinter der nächsten Brücke beginnt rechts der Montbijou Park. Der wurde nach dem Schloss Montbijou benannt, einem Sommerschlösschen der Hohenzollern, das dort Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, aber leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fiel. Montbijou Palace was well known as the seat for the royal widows of the House of Hohenzollern. For example, Queen Elizabeth Christina, the widow of Frederick the Great, spent a lot of time at Montbijou, and for her it was not much of a change being a widow. Frederick had never cared for his wife. He did not want to marry her in the first place, so in 1740 he stored her away into her own palace.